Jo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zu Neon Abyss. Wir starten rein. Ja, das Spiel sah cool aus vom Arzt her, deswegen habe ich es genommen. Nein, das Spiel nicht auf einfach. Ich bin neu im Roguelike-Genre und oder nicht gut in Action spielen und oder möchte kein Makro-Ressourcen-Management. Ich möchte nur ein entspanntes Run-and-Gun-Erlebnis. Also, ich habe schon Roguelikes gespielt. Aber nicht so viele. Ich habe Hades gespielt. Oder ist das ein Rogue? Ich weiß nicht, ob das Roguelite oder Roguelike ist. Auf jeden Fall ist das so ähnlich halt. Das ist halt auch eins von den beiden Sachen. Habe ich gespielt, aber bin noch nicht durch. Deswegen spiele ich das gerade. Ja, es sah cool aus. Deswegen habe ich mir gedacht. Ja, dann nehmen wir einfach normal, würde ich sagen. So bei schwer. Ja. Mein Freund, Feind meines Feindes. Ich bin Hades. Okay, wie der Typ in dem einem anderen Spiel, was ich gespielt habe, lol. Die Titan Group hat mir fast alle meine Kräfte genommen und deine Familie zerstört. Ich brauche Kämpfer wie dich, um ihrer Herrschaft ein Ende zu setzen. Wenn es dich nach Rache dürstet, dann trink. Okay. What the fuck? Schatten. Die winzig eingravierten Buchstaben bilden ein Wort. Mittwoch. Okay. Mittwoch wie der Meme. Also ich glaube die hier. Durfte ich sie zeigen? Egal. Glücksgoldmünze. Ist es wirklich keine Illusion, dass du das Gefühl hast, irgendwas? Keine Ahnung. Okay. Und das hier boostet uns nach oben. Okay. Ja, das ist ja ganz einfach. Haben wir begrenzt Munition? Das ist das Wichtigste jetzt. Weil sonst würde ich nicht die ganze Zeit ballern und eher auf Aim gehen. Aber scheint wohl noch nicht der Fall zu sein, soweit ich weiß. Oder glaube ich jedenfalls. Alter, ich treffe ja gar nichts. Es gibt auf jeden Fall keine Art wie Auto-Aim oder so. Ah, ich glaube, man hat auch, wenn man an einem Gegner dran steht, einen Nahkampfangriff. Sah jedenfalls gerade so aus. Aktiver Gegenstand. Aktive Gegenstände verleihen dir besondere Kräfte. Die meisten verbrauchen violette Kristalle. Hier wohl. Wenn du sie benutzt. Okay. Terry. Terry. Überall nichts als Fischgräten. Und dann stand da noch irgendwas. Ah! Geil. Freischalten. Nice. Ein Ei. Okay. Schatten. Okay. Du brauchst mehr Übungen, um Bomben präzise zu werfen. Spreng mit ihnen diese Steine in die Luft. In den Optionen kannst du die Granatenflugkurve, Junge, ich bin dumm, einschalten. Dass ich das nicht erkannt habe zu lesen. Ja, okay. Das ist definitiv anders. Also die fliegt einfach fast straight up nach unten. Also fast straight up, sag ich jetzt mal. Okay, noch so ein Ei, was die auch immer die bringen. Eier. Aus diesen Eiern schlüpfen während deines Abenteuers verschiedene Begleiter. Allerdings klappt das nicht immer. Du kannst die Steuerung in den Optionen ändern. Warte. Man kann wohl einen Controller anschließen. Ja, ich würde vielleicht einen Teleporter. Okay, funktioniert. Gut. Ich würde vielleicht noch eine zweite Folge bringen, wenn mir es gefällt. Wenn es euch gefällt, ja, da ist der Nahkampfangriff. Würde ich auch noch eine dritte Folge bringen, falls es mir gefällt halt und ich eine zweite gebracht habe. Und ja, hier geht's wohl zum Boss. Let's go, würde ich sagen. George, Gott der Pillen. Oder war das Pillen? Keine Ahnung. Granate! Da kommt er jetzt runter, habe ich mir schon gedacht, weil da oben kam da so ein Zeug raus. Oh, boah, Digga, der kommt fast in mich reingesprungen, Hilfe! Okay, okay, okay. So, wir sollten immer die kleinen Dinger killen. Der Boss war tot. Aua. Das tat weh. Das war tot. E. Spaltabzeichen. Erhöht die Anzahl deiner Geschosse. Und dann noch irgendwas. Und hier sind Coins, die nehme ich mit. Aber, ui, das klingt gut. Alter, das ist geil. Das ist sehr gut. Level 1. Also es gibt wahrscheinlich mehrere Etagen. Ah, jetzt sind wir Level 2. Ab der 5. Etage verlierst du immer ein volles Herz oder so. Was stand da gerade? Ich kann so schnell nicht richtig lesen. Bei F.
Ich habe keine Granate mehr. Perfekt. 0 von 0 steht da unten. Da kann ich gerade noch gar keine tragen. Alter, das ist so viel besser zu kämpfen mit so. Aber der Nahkampfangriff wird dadurch wahrscheinlich nicht verbessert, weil es ja nur der Geschosse. Und ich meine, Nahkampfangriff schießt ja nicht. Ah, so ein halbes hier Schildleben, sag ich jetzt mal. Ah, Junge, jetzt ist auch schon wieder weg. Zum Glück gehen die Geschosse immer nur bestimmt weit. Wenn wir hier Granaten haben, kommen wir hier ordentlich weiter. Au. Halbes Herz, wir sind gleich, wenn wir noch einmal sterben, sind wir dann ganz tot. Ach nein. Einen Hit können wir jetzt wieder aushalten. Ja, mies. Mies, mies, mies. Okay, das sind solche hier Plattformen, die nach einer kurzen Zeit weggehen, aber dann wiederkommen. Achtung. Safe kommt da, explodiert das. Ah, ja, ja, ja. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Oh nein, hier war noch Geld. Ah, gut, bleibt noch da. Immer schön alles mitnehmen. Inventar, Escape. Eine Granate, sehr gut. Lass mit der das da aufsprengen. Ich muss nur gucken, dass ich mir nicht selbst Schaden mache. Ja, perfekt. Das war die bestgeworfene Granate überhaupt. Diese Flugkurve, kann man die irgendwie ändern? Ein weiterer Teleporter. Das können wir wieder mal nicht nehmen. Da geht's zum Boss, da gehen wir noch nicht durch. Hier geht es zu einem interessanten Ding. Freischalten. Defensive Magierolle. Fataler Tanz. Klingt besser, nehmen wir das. Während du in der Luft bist, schießt du zusätzliche Geschosse nach unten. Warte, so. Ah, die Dinger da, ne? Ja, cool. Alter, der Raum sieht geil aus. Das Spiel sieht allgemein richtig schön aus. Falls ich sehr gut. Falls ich das schon gesagt habe. Der Raum. Der Raum! Doch nicht der Raum, Alter. Das Spiel sieht sehr schön aus. Ich weiß gerade nicht, was mit mir los ist. Aua, aua, aua. Hier ist eigentlich dieses, was wir gerade gekriegt haben, Ultra OP eigentlich. Okay, wir können jetzt 3 Hits noch tanken. Alter, die haben sind zielsuchend. Das ist sehr gut. Schlüpfen geschafft. Ticket 4. Die Zeit, die du auf deine Rose verwendet hast, macht deine Ressourcen so wichtig. Okay. Schade, das kann nicht solche Sachen zerschmettern. Oh, 2 Schlüssel. Sehr gut. So. Oh, 3 neue Eier. Sehr gut. Okay, das klang ein bisschen sass. Ich hoffe, es gibt keine irgendwie unsichtbaren, zerstörbaren Wände. Das wäre richtig scheiße. Ja, und dann müssen wir wieder in die Mitte, weil hier gibt es nicht mehr viel. Hier brauchen wir eine Granate. Aber wir haben keine Granate, ist das Problem. Und das ist noch ein wenig Geld. Das nehmen wir mal mit. Ein Teleporter, sehr schön. Ein Shop, finde ich sehr gut. 3 Kristalle, gebe ich her. Kaufen Sternenstaub, das sieht ultra cool aus. Eine Granate. Dann kaufen wir uns Sternenstaub, so. Ein warmes Licht leuchtet. Ui, das sieht krass aus, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ist halt gut, wenn man die Waffen kennt. Ist egal, auf dem Weg war ja doch was. Tick Gott der Mobile-Videos. Oh, 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 oh. What the fuck happens here? Aber wir machen dem gut Damage, Alter. Ich weiß immer noch nicht, was die Fähigkeit bringt. Alter. Ui. Au. Okay, besiegt. Ein Hit kriegt. Kasa, ein verrücktes Mädchen, das Gegner mit Bomben bewirft. Lebensabzeichen erhöht die Anzahl deiner Herzbehälter. Also ein extra Herz. Sehr gut. Boah, die Aufnahme geht jetzt schon etwas länger. Also 15 Minuten gerade bei mir auf der Uhr. Aber ich möchte das noch weitermachen. Level. Also Fragezeichen stand da gerade. Ich glaube, es ist eigentlich Level 3 doch. Reden. Hallo, Fremde. Könnt ihr mir helfen? Irgendwie peinlich. Ich habe Hunger, bin aber zu faul aufzustehen. Merkt man. Du bist wie ein Faultier. Wenn ihr mir was zu essen holt, tausche ich es gegen etwas, das ihr nicht abschlagen könnt. Okay.
Übrigens lautet mein Spitzname Sir Futter zu viel. Ich wäre wirklich beeindruckt, wenn ihr mir eine Menge Essen in einem Rutsch besorgen könntet. Du kannst auch bitte ein bisschen schneller reden, das wäre sehr angenehm. Was ist das hier? Freischalten. Mehr Schlüsse. Ach so, dafür braucht man mehr Schlüsse. Wir haben doch schon eigentlich relativ viele. Bam. So. Da oben will, glaube ich, eh keiner lang. Hier unten ist besser. Das kann ich freischalten. Ach, das sind diese Schlüssel. Okay, irgendwelche Sachen wurden hier wohl gedroppt noch. Ist hier irgendwas? Scheinbar nicht. Das ging da gerade irgendwie anders Licht. Okay, ich glaube, das ist einfach nur Beleuchtung, ganz normale. Da ist was. Das lieb oder böse? Okay, ich glaube lieb, weil es immer aus meinem Radius rausspringt. Ach nee, das ist, glaube ich, das Ding, was mit hier gegen, dass die Bomben wirft. Nee, das war ja dieses verrückte Mädchen da. Wenn ich mich richtig erinnere. Hier war nicht viel, habe ich gemerkt. Heißt, wir gehen mal da unten. Ach, Alter, ich muss S gedrückt halten. Betreten? Nö. Erstmal noch weiter erkunden. Ich kann keinen weiteren Hit kassieren. Hier kann ich auch erstmal ohne durchlaufen. Dann kann ich auf dem Rückweg sicher machen. Ach man, ich wollte es eigentlich nicht aufnehmen. So, zack. Hier einmal durch. Ich kriege hier schon wieder neun Schlüsse. Ich verstehe es nicht. Das ist echt komisch. Kriegt immer instant 9 Schlüssel. Fuck! Nein, weil ich so dumm war. Was passiert jetzt, wenn ich tot bin? Ah, ich kann leveln. Versteckter Raum. Es gibt in jedem Level des Verlies mindestens einen versteckten Raum. Nein. Aber ich kann auch nur das hier, glaube ich, freischalten, oder? Weil, oder kann ich hier schon hin? Ah, ich muss noch mehr investieren. Hier. Aktuelles Ziel. Argus, Leiter. Gott des Darknet. Im Internet gibt es keine Geheimnisse. Er hält sich in den dunkelsten Ecken versteckt, um deine Geräte und dein Leben zu beobachten und zu kontrollieren. Alter, das Spiel sieht ultra geil aus, Junge. Kann mir keiner erzählen. Also, ich mache definitiv noch einen zweiten Part. Aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's für diese Folge. Ein Abo und ein Like wäre sehr nett. Ein Kommi auch. Könnt ihr was in die Kommentare schreiben, irgendwie, was ihr vom Video haltet oder keine Ahnung. Ciao, ciao.